Die Vielfalt von Pflanzen und Tieren um uns herum ist für uns häufig selbstverständlich. Aber Biodiversität ist in Gefahr. Artensterben ist neben der Klimakrise die größte Bedrohung für unseren Planeten und für unser eigenes Leben. Um die Artenvielfalt zu erhalten, ist es wichtig zu verstehen, was genau passiert. Wissenslücken müssen geschlossen und grundlegende Zusammenhänge erforscht werden. Beispielsweise zwischen Artenvielfalt und der Stabilität von Ökosystemen, zwischen Biodiversität und der Nutzung von Land und Gewässern durch den Menschen oder zwischen den Lebensräumen von Arten und dem menschengemachten Klimawandel. Um gute Entscheidungen zu treffen, benötigen die Verantwortlichen umfangreiche Daten und besseren Zugang zu ihnen. Wir von NFDI for Biodiversity machen verlässliche Daten langfristig verfügbar und sorgen dafür, dass sie vernetzbar, vergleichbar und analysierbar werden. Daten von diesem wissenschaftlichen Forschungsprojekt und diesem Ökosystemmonitoring, genau wie die Beobachtungsdaten dieser Libellenliebhaberin. Wir sind ein Konsortium von 50 Organisationen, von Forschungseinrichtungen und wissenschaftlichen IT-Servicezentren über naturkundliche Sammlungen bis hin zu zivilgesellschaftlichen Initiativen. In unserem Partnernetzwerk bündeln wir fachliche, wissenschaftliche und technische Expertise und helfen AnwenderInnen aus Wissenschaft, Politik, Naturschutz und Landschaftspflege beim Umgang mit Biodiversitäts- und Umweltdaten. Damit sie auf der Basis verlässlicher Daten dazu beitragen können, Biodiversität zu erhalten. NFDI for Biodiversity. Datenvielfalt für Artenvielfalt.